Ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch ein für mich sehr specialiges Video, weil ich mich schon so lange darauf gefreut habe. Ich habe ja erst gedacht, ich werde das gar nicht mehr bekommen, weil ich beim letzten Launch schon total Pech hatte. Und zwar rede ich von der Patrick Star Collection mit MAC Cosmetics, und zwar in den Farben Miso Chic and Miso Flick. Und ich habe die Produkte schon ausgepackt, weil die in so tolles, lilanes Papier eingepackt waren. Ich habe das jetzt praktisch schon vorausgepackt, damit wir keine Zeit hier verschwenden. Und zwar hat Patrick Star dieses Jahr, ich glaube, die zweite von 4 Collections. Ich meine nämlich, dass ich gehört habe, dass es jetzt im Herbst so eine Autumn und eine Holiday Collection nochmal gibt. Die letzte Kollektion bestand ja auch aus so einem Lidschatten-Squad, Lippenstiften, Lip Glazes und praktisch so ein Lidschatten-Duo und vor allem das Patrick's Powder, das ich mir von einer Bekannten mir praktisch zusenden lassen werde, weil ich das unbedingt haben möchte. Und leider ist die ganze Zeit ausverkauft und man gar keine Möglichkeit mehr hat. Ich habe jetzt sozusagen meine Base schon gemacht. Ich habe wieder für mich entdeckt die Revlon Color Estay Foundation. Und zwar in der Farbe 330 Natural Tan. Habe mit meinem Cody Airspawn gesettet. Hab meinen Bronzer, den von der Essence LE benutzt, den ich übrigens doppelt habe. Und mit meinem Core Primer von Revolution Pro, den ihr gestern in meinem Haul gesehen habt. Und mit dem Prime and Fine Dewy Glow Spray. Leute, diese Sprays, nur mal so ein kleiner Tipp am Rande dieses Videos, die sind der Oberhammer, sage ich euch. Also das ist jetzt das Anti-Shine-Fixing-Spray. Das kostet 4,45 € und ist richtig toll. Es lässt eure Haut, also der Sprühkopf ist super fein. Also da könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. Richtig geiles Teil. Und da gibt es jetzt die Illuminating-Version. Die gab es jetzt in einem Aufsteller in DM einfach mal so zur Probe. Ich habe jetzt praktisch einen halben Monat schon verwendet. Ihr braucht... ich würde sagen, wenn ihr regelmäßig Make-up macht, einfach eine Flasche im Monat. Die sind nicht so billig. Die kosten für 30, ich glaube 50 Milliliter. Ich weiß nicht, was bei MAC jetzt drin ist. Da sind 100. Also der kostet knapp 24 oder 27 Euro. Das kostet 4,45 €, glaube ich. Super geile Empfehlungen. Wenn ihr es matt möchtet, dann holt euch dieses Prime and Fine mit diesem Anti-Shine-Fixing-Spray. Das findet ihr jetzt auch in der Catrice-Abteilung. Oder ihr nehmt das Dewy Glow Fixing Spray, was ihr in der erweiterten Abteilung zum Beispiel im großen Counter findet. Ich glaube, bei Müller haben die den großen. Schaut euch das definitiv an. Aber bevor ich es vergesse, kommen wir zum Hauptakteur. Ich möchte euch erstmal auspacken und zeigen praktisch, was ich an Produkten mir bestellt habe, was drin ist. Und dann werden wir sie direkt im Live-Test für euch testen. Jetzt habe ich mich auch so wieder hingesetzt. Ich musste kurz mein Kabel holen, sonst wäre mein Laptop gestorben, weil ich tue gerade noch was konvertieren nebenher. Und zwar habe ich letzte Woche bei MAC Cosmetics bestellt. Ich habe ja jetzt nicht wirklich viel vom MAC oder so. Da gab es auch noch so ein paar Goodies. Ich habe so eine Mini Strobe Cream, die ich übrigens sehr gut finde. Eine Mascara, die ich allerdings schon weggemacht habe, weil die gar nicht ging. Also die hat gar nichts getan. Die ganze Bestellung kam in einem super süßen Paket, also ganz normal schwarz, sehr sleek. Es steht jetzt auch keine Marke drauf oder so, dass man praktisch denkt, okay, man weiß schon, woher es kommt. Übrigens, das nennt man die Tutorial-Öhrchen, daran wisst ihr dann, dass praktisch später noch was kommt. Und ich habe mir beide bestellt. Ich liebe Patrick Star. Ich werde hier nebenher ein paar Bilder einfliegen lassen. Patrick Star ist für mich eines der inspirierendsten Menschen dieser Zeit, gerade bei YouTube. Er macht noch Videos in so krasser, wunderschöner Qualität und immer noch trotzdem so authentisch und ganz, ganz toll. Ich finde ihn auch super witzig. Also er ist auch... Als Mann weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich ihn jetzt super gut aussehend finde. Aber was ich halt definitiv sagen kann, ist, dass er, wenn er geschminkt ist, Leute, unnormal aussieht. Er sieht so gut aus, er übermalt sich die Lippen etwas, aber seine Skills, was Make-up angeht, ist unnormal. Patrick hat angefangen, bei MAC zu arbeiten und hat praktisch sich dort so seinen ersten Make-up-Job geangelt. Er hatte das damals beim ersten Launch erzählt, dass er praktisch... ja, so ein bisschen Angst hatte, praktisch sich als Man in Make-up zu zeigen und praktisch in einem Make-up-Laden zu arbeiten, weil er ja auch homosexuell ist, hat man halt ein bisschen Vorurteile gehabt. Und er hat daraus eine ganz tolle Karriere gemacht und ich finde die Sachen so schön. Wir fangen jetzt mal an mit dem Paket Miso Fleek.
Also das Quad, Leute, das ist so empfehlenswert. Also ich habe ja wirklich nur einen Highlighter von dem MAC. Den kann ich euch auch geschwind zeigen. Einen Highlighter und noch ein paar Sachen, die ich so geschenkt mal bekommen habe. Und zwar diesen Happy Dazzling Highlighter in der Farbe Happy Dazzling. Diesen super schönen Goldfarben. Vielleicht trage ich den noch später. Ich lege ihn mir auch mal zur Seite. MAC-Produkte sind richtig kostspielig. Also da muss ich echt sagen, das sind wirklich teure Sachen dabei. Also so ein Full Face of MAC kostet locker 300-400 €, wenn man gescheite Sachen haben möchte. Das ist halt so. Die Verpackung, wie ihr seht, ist super. Also die Kollektion heißt Floral Realness, ist bei MAC Cosmetics. Ich schreibe euch aber alles unten in die Infobox. Zu erhalten kostet 45 € für einen Blush-Duo, für einen 4er Lidschatten-Spot, einen Lippenstift und einen Lippen-Glaze, also praktisch so eine Art Gloss. Das war halt das der Grund, wieso ich beide gekauft habe, weil nicht nur, dass ich Patrick halt ganz arg toll finde, bei Kollaboration muss ich sagen, da gucke ich über alles hinweg. MAC kaufe ich ja aufgrund dessen, dass sie, also hier sind sie zwar cruelty free, aber sie verkaufen natürlich auch in asiatischen Ländern, wo halt eben Tierversuche überhaupt eine Zugangsvoraussetzung sind. Ich nehme mich mal ein Stück runter. So. Und deswegen bin ich da so ein bisschen so, dass ich sage, also ich brauche das nicht. Aber Limited Editions, muss ich sagen, von MAC kann man sehr gut sich mal angucken. Da sind halt schon tolle Produkte dabei, wo ihr aber sagen müsst, ihr kauft das einmal und dann halt nie wieder. Ihr habt praktisch in dem Paket drinne ein sozusagen Make-up. Also so könnte das aussehen praktisch. Ich will auf jeden Fall heute das Blau testen. Ich zeige euch gleich auch die Verpackungen. Sehr, sehr geil. Ich werde das da und das da definitiv behalten. Ich will da hinten so ein bisschen Deko das reinpacken, weil ich mache da immer in mein Netz da hinten so ein bisschen Deko rein und das tue ich auf jeden Fall. Da steht dann hinten drauf, Spring into Fearness and Blossom into Your Own Beauty. Live Your Floral Fantasy XOXO Patrick Star. Auch so eine ganz süße Karte mit so ein bisschen was Persönlichem. Ich finde, für 45 €, es ist echt ein Geschenk. Ich zeige euch jetzt auch die erste Edition. Sie ist, denke ich mal, limited, beziehungsweise stand es jetzt gar nicht drauf. Also ich denke, das ist jetzt einfach so eine Kollektion, die man halt so lange kriegt, bis sie ausverkauft ist. Und zwar ist das erste Play With Me. Das kommt in einer wunderschönen... blumigen Verpackung. Ich zeige es euch mal ganz nah mit so einem Patrick Star Print in so einem ganz tollen, soften Pastellrosa. Ups, was kommt mir da entgegen? Dann ist das Shield jetzt rausgeflogen. Kuckuck. Und da ist dann so ein Shield drin. Die werde ich aber behalten, weil die sind so ein bisschen eingestanzt, wie ihr seht. Und das sind die Farben, Leute. Hallo. Sie haben jetzt keine Namen. Also hinten stehen jetzt keine besonderen Namen drauf und hier jetzt auch nicht. Das hier und das da ist matt und diese beiden Farben und ich werde diesen definitiv testen. Dieser, ihr seht jetzt das Ringlicht ein bisschen. Also das da, also ich denke, ich werde mit dieser Palette ein bisschen so mixen und die andere auch. Eine sehr coole Verpackung, ist magnetisch, also die geht magnetisch zu. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt auf der MAC-Seite. Also auf der MAC-Seite bekommt ihr so ein Squad, wenn ihr jetzt praktisch normal kauft, für etwa 38 €. Und wenn ich euch jetzt noch zeige, was noch dazugekommen ist, dann werdet ihr verstehen, warum ich halt es wirklich einen ganz, ganz tollen Griff finde, wenn man halt praktisch diese Kollektion im Gesamten kauft. Man kann die Produkte nicht einzeln kaufen, finde ich jetzt aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, ihr könntet ja auch Sachen verschenken zum Beispiel oder so. Wenn ihr zum Beispiel nur das haben wollt, dann zahlt ihr gerade mal 6 € mehr und habt aber noch den Blush, den Lippenstift und den Lipgloss dazu. Und das war halt ein echtes Argument für mich. Und dann wäre hier das erste Blush-Duo. Und zwar in der Farbe Take Me Home. Und zwar ist das ein geteilter Blush. Und zwar oben ist es so ein bisschen schimmerig. Ich werde vielleicht den später nehmen oder den anderen. Ich habe den anderen noch nicht gesehen. Und auf jeden Fall ist es eine ganz tolle Verpackung. Ich finde den Aufdruck jetzt nicht ganz so hochwertig, weil er so, naja, er sieht halt arg aufgedruckt aus. Aber es ist schon ganz nett. Also das Patrick fühlt sich auch ein bisschen anders an wie das Aufgedruckte. Eine ganz süße Verpackung. Also das habt ihr jetzt dazu. Und so ein Blush kostet alleine schon 30 €. Also da habt ihr schon richtig, richtig geil was. Dann habt ihr hier einen, ich muss mal schauen, wie der Name heißt, einen Lip Glaze. Und zwar in der Farbe, dass ich nicht lesen kann. Ich nehme mal an, der hat eine Farbnummer, aber ich kann es nicht lesen, weil da drunter was drunter ist. Auf jeden Fall ist das so ein richtig cooler, holographisches Pink. Und es soll auch so ein bisschen sein, dass es so zusammenpasst. Und dann den Lippenstift finde ich ja unnormal süß. Schaut mal,
Das ist der Patrick Star Lippenstift in der Farbe Hey, Hey Boy Hey. Hey Boy Hey, das ist die Verpackung. Und das wäre der Lippenstift. Das ist ein dunkles Purple. Und ich bin gespannt, wie sich die auftragen lassen. Das ist in der Formulierung der Retro-Mattes. Und wie gesagt, das ist die Kollektion Me So Fleek. Und dann zeige ich euch jetzt mal das Me So Chic. Chic, chic, chic. Also ich finde die so toll. Ich habe mich auch ehrlich gesagt gar nicht entscheiden müssen, weil ich wusste, ich werde ihr unterstützen. Weil ich finde halt geil, wenn YouTuber-Videos also sowas machen. Da weiß man halt eigentlich auch gleich, dass es funktioniert, weil ehrlich gesagt, wer hat hier am meisten Ahnung von den Leuten, die jeden Tag irgendwas kaufen? Das ist eher so dieses wirklich Me So Fleek. Das ist einfach so eine Kollektion, die nicht so ganz so bold ist, die so ein bisschen sehr zurückhaltend ist. Ich finde auch, er hat eine tolle Variation gemacht. Zumal ich sagen muss, diese Lidschatten-Squad, wenn ihr das so ein bisschen miteinander verbindet, ist das auch eine tolle Möglichkeit. Jedenfalls ist es ein ganz tolles Make-up. Also es ist so ein toller Vorschlag für euch, wie ihr euch mit den Kollektionen schminken könnt. Da sind auch wieder, wie gesagt, 45 Euro. Ich muss echt immer noch lachen über den Preis, weil es einfach so lächerlich ist. Stay With Me ist das erste Quattro. Und das sind halt so toll verträumte Farben. Das ist so ein ganz tolles Lila. Und ihr könnt halt wirklich sehr, sehr schlicht euch schminken. Also das ist sowas, was ihr euch in die Crease hauen könnt und dann ein bisschen sowas drauf. Wie gesagt, ich werde heute definitiv das Blau verwenden. Aber die werde ich euch in einer First Impression gerne noch zur Seite legen, dass ich euch das praktisch zeigen kann, wie das funktioniert. Sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, leider stehen dann keine Namen drauf oder nicht, dass ich das hier. Ah, doch, Moment. Daddy Star, yes, Queen Patrick und Bonuit. Ah, dann steht das hier auch so drauf. In Living Pink, All Rosy, In the Shadow. Und Heike oder andersrum. Also ist ein bisschen blöd. Ich glaube, jetzt habe ich es gerafft, dass es da hinten drauf steht. Auf jeden Fall ist das jetzt hier so ein, also wenn ihr es praktisch vergleicht. Also ich persönlich muss sagen, mich spricht das jetzt hier mehr an. Ich habe auch noch keine MAC-Lidschatten benutzt. Ich würde das jetzt auch nicht im, also jetzt im normalen Gebrauch kaufen. Dann ist jetzt dieses Blush-Duo und muss sagen, das gefällt mir jetzt fast noch ein ganzes Stück besser. Ich glaube, dass ich auch dieses verwenden werde. Und das ist die Farbe I'm Not Blushing. Sehr, sehr schön. Verpackung ist gleich. Ich finde die ist schon sehr hochwertig. Also ich glaube, die hält schon was aus. Der Lippenstift ist in einem geilen Nude. Den habe ich natürlich mir schon mal angeguckt. Das ist so ein ganz tolles Braun-Nude. Und ich glaube, dass ich damit auch gut fahren werde, wenn ich so ein krasses Augen-Make-up mache. Und diesen Lip, ich muss da mal dran riechen. Die riechen lecker nach Kekse. Also, wie gesagt, jedes dieser Kollektionen besteht aus vier Teilen. Also praktisch einem Lidschattenquartett, einem Blush und Lippenprodukten. Und was soll ich euch sagen? Ich würde sagen, wir probieren das Scheiß jetzt mal aus. Ich fühle mich mal so frei, dass ich in beide Kollektionen reingehen werde, um ein bisschen so durcheinander zu testen. Ich werde jetzt aus dem Stay With Me Quartett diese Farbe nehmen und in meine Crease kloppen, um praktisch schon mal aufzubauen. Ich habe ja einen Primer drauf. Kickback habt ihr jetzt nicht arg viel. Seht ihr ja da auf dem goldenen Ding, sieht man nichts. Und dann werden wir mal anfangen, hier in eure Crease aufzubauen. Was ich direkt sagen kann, ist, die Pigmentierung ist super. Es ist sehr lightweight. Es ist nicht schwierig zum Arbeiten, jetzt zumindest mit dieser ersten Farbe. Gerade die dunkleren Farben interessieren mich halt immer am meisten, weil bei hell kann man ja nicht viel falsch machen. Das ist die Farbe. Ich hoffe, das ist jetzt Yes. Also ich hoffe, dass es so angeordnet ist, wie es halt hier ist. Das ist ein ganz tolles, ganz zartes Mauve, was sehr, sehr cool in der Crease aussieht. Ich finde, das sieht so richtig. Ich meine, manchen reicht es sogar, das zu nehmen. Und ich hoffe ja, dass ich mich mal entscheiden kann, weil irgendwie mache ich mir jetzt schon total Gedanken, was ich auf der Glow im Oktober schminken möchte. Weil, also was ich weiß, ist, dass dieser Color Stay, dieser von Revlon, die Foundation, der Hammer ist. Also ich habe das jetzt eine Weile nicht mehr benutzt, weil ich ja diese LA Girl Pro Matte hatte und bin so begeistert damit. Also, ich habe jetzt die erste Farbe genutzt, wie gesagt, aus diesen, ich glaube, ich weiß gar nicht, aus welcher Abteilung das hier ist, welches. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese Farbe davon benutzt und die sieht schon richtig, richtig gut aus.
Um das noch ein bisschen zu verdunkeln, nehme ich mir jetzt diese Farbe. Und zwar müsste das jetzt rein theoretisch in Living Pink sein. Also ich hoffe, dass das jetzt so angeordnet ist, wie es in den Quartetten ist. Und yes. Also so wie ich das jetzt hier sehe, lassen die sich ganz super verarbeiten. Also ganz locker. Ich muss aber gleich dazu sagen, also ich bin kein typischer Mac-Käufer. Also ich kaufe nicht viel bei Mac. Wie gesagt, da bin ich jetzt echt leider dieses Verpackungsopfer, was Limiteds angeht. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, Marken nur zu kaufen. Zum Beispiel bei Kiko zum Beispiel. Da kaufe ich zum Beispiel alles beides aus dem Standardsortiment und aus dem Sortiment für Limiteds. Und ich habe ja diese Gold Waves Collection. Das ist ja diese Kollektion mit diesem. Da habe ich ja fast komplett aufgekauft. Die Lippenstifte werde ich mir wahrscheinlich schon kaufen. Da gibt es jetzt, glaube ich, diese Woche wieder eine Aktion. 2 für 2. Das heißt, ihr kauft 2 und kriegt 2 nochmal extra gratis. Also da würde sich das richtig lohnen. Ich gucke jetzt auch mal, dass ich die Woche nochmal hinkomme, um mir wenigstens einen Lippenstift zu besorgen. Dann kriege ich nämlich fast 4 Farben. Hehe, für den Preis von 2. Man muss ja wissen, wie es geht. Leute, es ist seamless. Es läuft so gut. Also ich habe jetzt, wie gesagt, beide hellere Farben genutzt. Einmal das hier und einmal dieses hier. Und das hat sich jetzt spielend verteilen lassen. Und ich bin jetzt auch schon fertig mit meiner Crease-Arbeit. Ich werde jetzt auch keinen Concealer, ich werde es auch nicht auscutten, sondern ich werde das aufpacken sozusagen. Ich brauche jetzt, wie gesagt, jetzt keine großartigen Bänder mehr. Ich werde jetzt einen ganz normalen Shader-Brush nehmen und werde die fairerweise anfixen, sprich ansprühen, weil ich einfach das bei jedem metallischen Lidschatten mache. Also ich mache da jetzt keinen Unterschied, ob das jetzt MAC ist und wenn es was der Teufel was wäre, ja. Weil ich finde, metallische Lidschatten brauchen immer so ein bisschen Haftung. Ja, jetzt komme ich mal ganz nah ran. Und ich gehe jetzt in das Blau rein. Ich bin auch super gespannt, wie das sich auftragen lässt. Ich habe da schon welche gesehen. Also die Farbe kommt auf jeden Fall richtig raus. Hallo. Also, diese Farbe ist der Shit, Leute. Ich glaube, ich habe meinen Glow Blau auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall was Blaues schminken auf der Glow, das weiß ich jetzt schon. Hallo, ich bin gerade schock. Also, Blau und Lila sind so Farben, wo ich nicht viele gute habe, muss ich echt sagen. Also, ich habe bei der Jaclyn Hill Palette was Geiles. Und ich habe jetzt gesehen, diese KKW mit dem Mario. Oh, Entschuldigung. Die Palette, die hat ja auch so ein richtig geiles Blau. Aber muss euch sagen, warum soll ich die ganze Palette kaufen, wenn ich hier für das Geld eine ganze Collection krieg? Wow. Wow. Leute, das ist ein Shit, die Farbe. Oh mein Gott. Also, das lässt sich unnormal auftragen. Und ihr habt, wie ihr seht, ich versuche es euch zu zeigen, kaum Kickback. Also, da muss ich sagen. Da, ich habe jetzt so gemischte Reviews. Ich habe mir natürlich auch so Best of MAC angeguckt von Tati und wie sie nicht alle heißen, ja. Und musste sagen, also es gab schon einige Produkte, die super sind, ja. Aber jetzt auch einige Produkte, wo ich jetzt sagen müsste, ja, würde mich jetzt nicht unbedingt aus dem Hocker hauen. Und vor allen Dingen für den Preis, Leute, Revolution gibt's und Catrice Essence und so, da kann man wirklich schon sehr geile Looks nachschminken. Ob man jetzt ein bisschen mehr Lidschatten braucht oder nicht, spielt ja in dem Falle jetzt nicht so eine Rolle. Seht ihr das, wie krass das rauskommt? Heftig. Ich werde jetzt ein bisschen noch in meiner Crease, ich werde so einen schmaleren Brush nehmen, werde ich jetzt noch ein bisschen Farbe davon nehmen und ein bisschen nach oben verblenden, damit es so ein bisschen softer aussieht. Wenn ihr ein bisschen verblendet, dann nehmt ihr natürlich ein bisschen Intensität weg. Das ist jetzt aber nicht schlimm. Ich werde jetzt mal gleich versuchen, mit dem Finger dann wieder ein bisschen was aufzutragen. Aber Leute, die Farbe. Also ich muss sagen, so ein Blau ist mir ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen Fremdland, weil so Blau ist eigentlich nicht immer meins. Aber das sieht ja schon heftig aus. Krasse Scheiße.
Ich werde jetzt mal gucken, dass ich noch ein bisschen so eine Art Lila in die Crease hau. Und zwar dieses hier mit dem Pinsel. Und werde jetzt noch ein bisschen so in die Crease nochmal was hauen. Und ich will auch auf jeden Fall noch ein bisschen so einen Pinkstich da oben drüber. Ich will jetzt halt so ein bisschen verdunkeln und noch ein bisschen Lila mit reinblenden, weil ich einfach denke, dass es halt eine schöne Intensität gibt. Leute, das ist der Hammer. Ich schwör's euch. Ich erzähle euch echt wenig Scheiße. Boah. Hey, ich hatte noch nie so easy einen solchen Look. Also solche Looks, Leute, das ist nicht so einfach. Also Lidschatten zu finden, die kaum Fallout haben. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt gebaked. Ich habe eine ganz zarte Schicht von Cody Airspun noch drunter. Aber wie heftig sind die Lidschatten? Sind die bitte? Ich fliege das noch so ein bisschen aus, dass es so ein bisschen spitz zuläuft. Also heftig. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen mit dem Finger dieses Blau nehmen und da kriegt er ja schon richtig Farbe drauf und noch ein bisschen draufpacken, dass praktisch wieder so ein bisschen Vibrance dahinter herkommt. Richtig, richtig schön. Ich mache das jetzt mal geschwind und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich bin jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen von dem Blau wieder zurückgeholt. Das heißt, ich habe einfach mit dem ganz normalen Finger einfach die Farbe nochmal aufgetappt. Ich nehme jetzt nochmal so einen Powderbrush und schau mal, wie das Fallout mit. Also ihr habt ganz zart Fallout, Leute, aber wirklich mega zart. Und vor allen Dingen, was ich jetzt halt wahrnehme, ist ja, dass die Farbe sich nicht in meine Foundation reingekrochen hat. Das wäre natürlich nada. Diese Farbe, der absolute Hammer, Leute. Das ist, oh, das gibt ein tolles Instagram-Bild. Folgt mir auch auf Instagram. Nicht vergessen, Jenny What Else YouTube. Geht da mal vorbei. Ich poste da auch meine Alltagslook, die ich so mache, um opakisch zu sehen, was für Looks ihr da gerne sehen möchtet, weil das ist mir schon wichtig, dann nicht, sag mal, irgendwelche Looks zu machen, die euch vielleicht gar nicht interessieren. Das wär's ja. Ich nehme jetzt noch ein bisschen von diesem Pinsel, von diesem Pinsel, von dem auf den Pinsel und jag mir das so ein bisschen hier in die Crease, um so ein bisschen Farbe noch reinzukriegen. Oh, I like it. Ich weiß nicht, ich finde diese Farbkombination unnormal, unnormal, unnormal. Aber sie funktioniert, Leute. Also total krass. Dann gehe ich noch ein bisschen hier praktisch in meine Crease und arbeite noch ein bisschen fester praktisch an den Übergängen. Und so wie ich das hier sehe, muss ich dann wahrscheinlich wieder ein bisschen das Blau aufbauen. Das finde ich jetzt aber gar nicht schlimm, weil es ist praktisch nur so ein bisschen tappen und dann habt ihr das Blau ja wieder zurück. Aber ich finde halt so ein smoother Übergang super wichtig. Ihr müsst doch nur ganz leicht da reingehen. Nur wenn ihr das halt gut verblendet haben wollt, dann müsst ihr das auch so machen. Jetzt sieht das schon richtig krass aus, Leute. Ich finde es auch toll, dass es praktisch so ein Pink nach oben geht. Das gefällt mir richtig gut. An meiner Lower Lash Line werde ich wahrscheinlich etwas nutzen, was so in den Mauve-Ton geht. Beziehungsweise ich glaube, ich nehme jetzt das hier, weil das interessiert mich jetzt, wie das rauskommt. Habt ihr auch so ein dummes Gesicht, wenn ihr irgendwas macht? Oh, das ist schlimm. Ich merke das oft beim Schneiden, wie bescheuert ich eigentlich aussehe. Ich werde etwas großflächiger dieses Pink ganz soft auftragen. Und am Wimpernkranz entlang werde ich dann das Blau nochmal langziehen, damit es nochmal ein bisschen dunkler wird. Leute, das sieht so schön aus. Ich bin total geflasht. Also ich liebe das. Und jetzt ziehe ich praktisch ganz, ganz tight am Wimpernkranz entlang. Aber nicht so doll, weil sonst wird das so ein bisschen. Ich ziehe das jetzt ein bisschen runter, damit es so unnormal gesmoked aussieht. Das sind übrigens alles Essence-Pinsel, die ich verwende.
Wow. Also, jetzt gehen wir mal gleich in den Blush über den Lippenstift und dann zum Schluss mache ich da mein ganzes Gesicht. Und zwar habe ich ja überlegt gehabt, in diesen oder in diesen, eins von beiden. Ich würde mal sagen, jetzt, wenn ich meinen Look so sehe, glaube ich, werde ich eher in diese Farbe reingehen. Und zwar gehe ich gehe jetzt mal als Gesamt rein, also so. Ja, das geht. Das geht, das geht. Ich bin jetzt in beide Farben rein. Oh, hallo Pigment! Die sind gut pigmentiert, aber ich hätte jetzt von Patrick Star seiner Kollektion jetzt auch nichts anderes erwartet, weil ehrlich gesagt, der jetzt nicht dafür bekannt ist, super wenig Make-up zu tragen. Der ist ja wirklich die Puder-Queen. Geiler Blush, also gefällt mir richtig gut. Ich buff das noch ein bisschen aus mit so einem ganz weichen Pinsel. Richtig, 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 richtig schön. Dann will ich jetzt mal einen Highlighter auftragen. Ich glaube, ich nehme mal von Danne von Make-up Revolution welche. Und zwar würde ich gerne mal diesen da testen. Und zwar von der Revolution Pro. Jetzt nehme ich, glaube ich, mal ja, so eine Mischung zwischen diesen beiden hier. Hallo? Richtig schön, Leute. Oh mein Gott. Ja, das kann man lassen. Also Make-up Revolution macht ja schon krasse Produkte, gell? Also da muss man mal echt sagen. Ich will jetzt noch ein bisschen Highlighter. Das Goldene trage ich mir jetzt hier noch ein bisschen auf. Boah, seht ihr das, Leute? Weil der Patrick hat jetzt nur so ein pinkstichiges Zeug da. Das würde mir jetzt nicht so gut gefallen. Und dann gehe ich noch mal. Ich denke mal, ich probiere mal das hier aus für das Inner Corner. Diesen Rosé-Glitzerton. Ja, das geht. Schön großflächig. Wir wollen ja nicht scheißen mit dem. So, ich ziehe mir jetzt noch einen geschwinden Eyeliner, Wimperntusche und so weiter. Und dann gehen wir zu den Lippen. Jetzt habe ich die Mascara drauf und den Eyeliner. Leute, ich habe mir jetzt die, also beziehungsweise jetzt heute ist ja Mittwoch, wenn das Video online kommt, habe ich mir von Douglas die Big Girl Bang Mascara bestellt. Und zwar aus dem Grund, weil ich einfach finde, dass diese Mascara der Shit ist, Leute. Ich habe wirklich kaum Wimpern und ihr kriegt wirklich so gute Wimpern hin. Auf diesem Kanal werdet ihr ganz, ganz wenig Fake-Wimpern finden. Ich finde diesen Trend nicht immer gut, weil ehrlich gesagt, Make-up ist für mich etwas tun im Gesicht und nicht auch noch Fake-Lashes auftragen. Ich finde Fake-Lashes ehrlich gesagt ganz arg furchtbar. Wenn ich jetzt auf die Glow komme, dann, ich habe ja jetzt zum Beispiel meine Kontaktlinsen, das klappt übrigens super. Muss ich sagen, bin ich nicht so der Hardcore-Fan von, weil ich einfach denke, also irgendwann ist halt auch mal gut, weil ich möchte jetzt nicht noch mehr Zeug in mein Gesicht kleben und machen und tun. Ich bin schon froh, dass meine Wimpern so fest sind. Das Make-up, Leute, ich bin total schockverliebt. Total schön ist das geworden. Klopfen, klopfen. Und ich werde jetzt praktisch die, also ich werde euch mal diesen dunklen Lippenstift swatchen. Den werde ich jetzt aber nicht tragen, weil es mir dann zu dunkel ist. Das ist ein Retro-Matt. Ihr spürt doch, dass er matt wird. Der ist so. Also er wäre mir jetzt hier zu pinkstichig, aber sehr schön. Den Gloss dazu. Also es ist immer so ein bisschen kollektionshaft, der passende Gloss dazu. Den würde ich, glaube ich, so tragen. Den würde ich gar nicht so arg, sage ich mal, tragen mit irgendwas. Ich werde mir jetzt mal geschwind einen Lip Liner krallen. Und zwar diesen von der Gigi Hadid Kollektion. Jetzt seid ihr wieder out of Zoom. Warum sagt ihr nichts? Diesen Gigi Hadid und zwar in der Farbe Matita Labra. Das ist, ich glaube, von irgendeinem von diesen Lippenstiften. Ich weiß noch nicht in welchen. Das ist nämlich einer, der ist gar nicht so arg dunkel. Das ist jetzt nur, um ein bisschen noch Kontur zu schaffen. Seht ihr das ein bisschen? Das ist so ein ganz einfacher, leicht nudiger. Kann mich ja immer noch entscheiden. Also der ist so ein bisschen graustichig, seht ihr das? Und
übermal meine Lippen ganz zart, also ganz zart. Und ich werde diese Kombi benutzen, und zwar die Farbe Sweet Mama Star. Der Lidl heißt übrigens Hey Boy Hey. Und dann gehe ich mit dieser Farbe. Ist das auch ein Retro-Matt? Nein, das ist ein Amplified Cream Lipstick. Der fühlt sich aber gut an. Ich habe ja wirklich nur zwei Lippenstifte von MAC, auch aus der Limited, die ich mir so gekauft habe. Sind okay, aber jetzt not my favorite, ja. Farbe finde ich sehr schön, ist so ein peachiges Nude, und ich gebe jetzt mal den Gloss drüber, weil ich jetzt einfach möchte, dass es das so ein bisschen glossiger aussieht. Der ist hübsch, der ist hübsch. Patrick Starr trägt ja selber sehr viel Lipgloss. Ich finde auch, das macht bei ihm total Sinn, weil es die Lippen noch mal ein bisschen Babawu macht. Der Gloss ist super schön. Jetzt nichts, was ihr nicht vielleicht im Schrank hättet. Aber wie gesagt, ich komme jetzt gleich wieder, dann seht ihr den kompletten Look. So, ihr Lieben, und das ist der finale Look. Ich bin einfach schockverliebt. Ich finde, das sieht so schön aus. So, jetzt wollen wir mal gucken, was mir am meisten gefällt hat. Also, die Blushes finde ich sehr schön. Also, ich habe jetzt gerade den Blush zufällig in der Hand, jetzt nicht in Order oder so. Die Blushes sind sehr schön. Den ich benutzt habe, ist jetzt praktisch Take Me Home. Aber Leute, fragt mich nicht, aus welcher Kollektion das jetzt ist. Aus einer von beiden. Ich meine, das ist der Me So Fleek, weil die sind eh so ein bisschen dunkler. Aber sehr, sehr schöne Farbe. Ich bin mir sicher, also ich komme damit ganz gut zurecht. Das ist ein bisschen stark pigmentiert. Der da hat so, ich finde, den da würde ich fast als Bronzer benutzen, den Ton. Sehr schöne Blushes. Ich bin echt schockverliebt. Zu den Lippenstiften muss ich sagen, die Kombi finde ich richtig gut. Bei der weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Das kommt jetzt auch in meine First Impression Pile, dass ich das nochmal teste mit so einem Look, mit dieser 1 Million Follower-Palette von. Ich zeig's euch mal. Die hat nämlich auch so Mauve-Töne drin, und ich denke, da könnte man dann bestimmt einen coolen Look draus zaubern. Auf jeden Fall, die Kombi finde ich sehr schön. Also, das ist so ein peachiges Nude mit einem tollen Gloss drüber. Die Lippen sehen super folienhaft aus, also super, wie wenn da was Wasserhaftes drüber liegt. Total schön. Ich könnte mir jetzt mal vorstellen, wenn das jetzt so ein Make-up ist, wo ihr praktisch so richtig so eine richtig geile Turmfrisur, dass praktisch eure Augen so ein bisschen nach hoch gefliegt werden, sieht das schon richtig, richtig gut aus. Und jetzt kommen wir mal zu dem Hauptakteur, und zwar die Lidschatten-Squads. Ich finde die unnormal schön. Also der Look ist so einfach geworden, so einfach zu machen, aber sieht total dramatisch aus. Ich könnte damit jetzt auf den Ball gehen, zu einem geilen Fest oder so. Es sieht unnormal aus. Also ich finde, für 45 Euro, ja, für einen Blush, einen Lipglaze, einen Lippenstift und so einen Squad, das ist echt geschenkt, Leute. Ich kann, also ich muss sagen, ich finde beide geil. Also wenn ihr Patrick Star irgendwie unterstützen wollt, dann kauft einfach beide, weil es sind jetzt 90 Euro, habe ich jetzt bezahlt, aber ich habe das gern bezahlt, muss ich sagen, weil die Farben einfach so, so schön sind. Ich bin einfach so verliebt. Ich kann nichts Schlechtes über die Kollektion sagen. Ich finde jetzt nur die Kombi aus diesem Lippenstift, der lila ist, und das Pink etwas strange, aber ich glaube, ich würde den auch so tragen. Den stecke ich mir mal in die Tasche. Ich glaube, den kann ich auch so tragen. Ansonsten, die Produkte haben für mich, für meinen First Impression, auch was MAC angeht, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich persönlich unterstütze die Limited Editions von YouTubern sehr, sehr gerne, weil ich einfach denke, dass es ist ja egal, wie weit weg sie sind, aber trotzdem ist man irgendwie verbunden. Ich gucke den schon seit Jahren, und ich finde den einfach so toll. Er ist auch eine tolle Persönlichkeit, die ich einfach gerne unterstützen möchte. Und er hat es verdammt nochmal verdient, und es sieht so schön aus. Und ich meine, wenn sich ein Mädel, was jetzt dann gleich in die Arbeit gehen muss, in die Nachtschicht so, und sich halt fühlt wie 1 Million Dollar, muss ich sagen, hat er alles richtig gemacht. Und Leute, ich verlinke euch unten. Ich hoffe, dass die Sachen noch in Stock sind. Ihr könnt dann praktisch ganz genau schauen. Weil da steht jetzt nicht drauf, welches zu welcher Kollektion gehört. Schaut euch einfach mal an. Ich finde beide Lidschatten, also die Lidschatten sind für mich so das Ausschlaggebendere gewesen. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt eher dieses Ganze in Lila machen soll oder in Blau.
Die beiden in Kombination, ein Traum, sage ich euch. Das ist allerdings nichts für Leute, die so ein bisschen Angst vor Farbe haben. Also bitte deabonnieren, wenn ihr Angst vor Farbe habt, denn das ist definitiv der richtig falsche Kanal dafür. Und auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr schöner Look. Er ist, wenn ich jetzt hier in den Spiegel gucke, ich könnte noch weiter verblenden, dass es noch mehr seamless nach oben geht, aber weil ich halt das Pink mit reingeblendet habe, finde ich es jetzt eigentlich ganz gut so, wenn ich so ganz nah rankomme. Die Color Stay übrigens sitzt auch wie eine 1. Also, ich habe jetzt nochmal Fix Plus drüber gegeben. Wenn wir schon mal bei MAC sind, gehen wir gleich hin. Ich habe übrigens das Kokosnuss Fix Plus. Das ist übrigens ein absoluter Banger. Also, ich mag es sehr, sehr gerne. Aber auch eine super Variation ist das Mario Badescu. Auch super. Da kriegt ihr sogar 130 Milliliter mehr für 10 Euro weniger. Also, ist richtig geil. Und wie gesagt, gefällt euch das Video, dann gebt dem Ganzen auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil ich bin echt obsessed von diesem Look. Und ich werde demnächst mehrere Tutorials für euch drehen, weil ich ja auch an meiner BH Cosmetics Woche für euch arbeite, beziehungsweise einfach, dass ich halt so einen dedicated Tag immer mache, dass ich habe meine Woche nur für euch BH Cosmetics hochlade. Ich werde aber demnächst euch die besten Paletten, besten 10 Paletten von BH Cosmetics zeigen, beziehungsweise die Range. Also ich kann euch mal die ganzen Blushes zeigen und so, die ich habe. Und da hoffe ich, dass ihr dann dabei seid. Und to you, Patrick, thank you so much for this awesome colors. And I hope your next collections will be as awesome as this was. I love you so much and thank you for that. Und ich bin so, so dankbar, dass ich ja die Sachen irgendwie jetzt mir doch geholt habe, weil ich habe echt mit mir gestruggelt, weil ich gedacht habe, scheiße, ob diese Sachen wohl passen könnten zu mir, aber obsessed. Also ihr Lieben, ich hab euch wahnsinnig gern und nicht vergessen, es gibt demnächst ein fettes Giveaway für euch, weil ich einfach euch danken möchte dafür, dass ihr mich so super supportet. Geht rüber auf Instagram, ich klicke euch nochmal den Namen rein und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder und gehabt euch wohl, meine Lieben, und bis Freitag.